Beim Wurfcontest der Außenspieler gab es im Rahmen des All-Star Games wirklich vollen Körpereinsatz zu sehen. Die Fans versammelten sich rund ums Spielfeld, als Robert Weber, Ivan Ninchevich, Markus Richwin und Uwe Gensheimer die Jury um Hexe Andreas Thiel zum Staunen bringen wollten. Mit Trickwürfen in zwei Durchgängen a 30 Sekunden und gegen Rhein-Neckar-Löwe Goran Stojanovic im Tor. Also wenn wir in Führung liegen, deutlich in Führung ist, dann kann man auch mal ein Kabinettstückchen raushauen. Davon gab es in diesem Wettbewerb einige. Dabei gelang den Zauberhänden nicht alles. An Einfallsreichtum mangelte es allerdings wahrlich nicht. Ich dachte, es ist schwierig, da in der Luft was zu machen irgendwie. Die Megasprungkraft habe ich nicht gerade. Muss ich halt davor was machen, weil Haltungsnoten haben gezählt und ja, ich habe es mein Bestes gegeben. Der verdiente Sieger am Ende, Markus Richwin von den Füchsen Berlin mit spektakulären Würfen. Anerkennung von der Konkurrenz. Na klar, ich will immer gewinnen, aber nee, es war eine lustige Aktion, die Zuschauer haben es gut angenommen, mir hat Spaß gemacht und der Richie hat auch verdient gewonnen. Man muss halt kreativ sein und wie gesagt, der Kreativste hat gewonnen. Ich habe mir schon ein paar Gedanken vorher gemacht, weil ich ja wusste, dass ich dran bin, aber ich denke, es ist mir ganz gut gelungen und er hat ja auch viel Spaß gemacht. Und bei solchen Würfen denkt sich mancher Fan vielleicht sogar, Slam Dunk Contest ist doch Kindergarten.